Was eine Funktion ist und wie man damit umgeht, klären wir in diesem Video. Es geht also darum, wie Funktionen funktionieren. Ist im Matheunterricht von Funktionen die Rede, geht es im Prinzip um Zuordnungen. Eine Funktion ordnet nämlich jedem Element einer Menge genau ein Element einer anderen Menge zu. Machen wir ein paar Beispiele. In eurem Klassenzimmer gibt's für jeden Schüler einen Sitzplatz. Jedem Stuhl wird also genau ein Schüler zugeordnet. Denn zwei Schüler auf einem Stuhl, das würde nicht gut gehen. Die erste Menge der Zuordnung wäre hier jetzt die Menge aller Stühle. Und die zweite Menge der Zuordnung wären die Schüler. Anderes Beispiel. Jedem Freund in eurer Kontaktliste habt ihr genau eine Adresse zugeordnet. Die erste Menge der Zuordnung wäre hier die Menge aller Freunde und die zweite Menge wären die Adressen. Und weil es so schön ist, noch eins. Euer Lehrer hat euch Eis mitgebracht. Warum? Aus Gründen. Jedem von euch wird jetzt also genau ein Eis zugeordnet. Die erste Menge wären die Eis, die zweite Menge wären die Schüler. Die erste Menge einer Zuordnung, also die Menge, mit der die Funktion startet, nennt man übrigens Definitionsmenge. Und die zweite Menge der Zuordnung, also die Menge, die der ersten Menge zugeordnet wird, nennt man Zielmenge. Und jetzt, wo das geklärt ist, können wir auch die Definition einer Funktion etwas genauer beschreiben. Denn eine Funktion ordnet jedem Element der Definitionsmenge genau ein Element der Zielmenge zu. Wichtig hierbei ist das Wörtchen genau. Das sagt nämlich, dass zum Beispiel jedes Eis aus der Definitionsmenge nur einem Schüler aus der Zielmenge zugeordnet werden kann. Andersherum aber ein Schüler aus der Zielmenge mehrere Eis aus der Definitionsmenge haben könnte. Im Matheunterricht ordnet man aber leider keine Eis, Adressen oder Stühle, sondern Zahlen bzw. Buchstaben. Deshalb wird im Matheunterricht jeder Zahl x aus einer Definitionsmenge genau eine Zahl y aus einer Zielmenge zugeordnet. Darstellen kann man solche mathematischen Zuordnungen in einem Schaubild als Graph, als Werttabelle oder als Funktionsgleichung. Das schauen wir uns aber alles in einem anderen Video an. Was solltet ihr euch jetzt unbedingt merken? Eine Funktion ordnet jeder Zahl x einer Definitionsmenge genau eine Zahl y einer Zielmenge zu. Dabei dürfen mehrere Zahlen x der Definitionsmenge einer Zahl y der Zielmenge zugeordnet werden. Aber eine Zahl x der Definitionsmenge darf nicht mehreren Zahlen y der Zielmenge zugeordnet werden. Dargestellt werden solche Zuordnungen als Graph, als Wertetabelle oder als Funktionsgleichung. So viel dazu. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen weiterhelfen und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Die erste Menge einer Zuordnung